Ja, wollen wir mal gucken, wo uns die heutige Reise hinführt. Wir sind ja letztes Mal dabei stehen geblieben, dass wir hier, wenn ich das richtig sehe, mit Angeline sprechen sollten. Das werden wir dann jetzt auch mal tun und mal schauen, wie wir weiterkommen. Kann ich Ihnen auf irgendeine Weise helfen, Detective? Was nehmen wir denn? Ihre Maman, ne? Sie haben das völlig missverstanden, Detective. Maman hat in letzter Zeit vielleicht öfter ihre Stimme gegen ihn erhoben, aber es war niemals mehr als das. Es hatte irgendetwas mit einem Brief zu tun. Ich habe nur gehört, wie sie sich in der Bücherei unterhalten haben, bevor Maman anfing herumzuschreien und er dann an mir vorbei aus dem Zimmer gestürmt ist. Könnte es der Erpresserbrief gewesen sein, der diesem Streit zugrunde gelegen hat? Warum würde sich Maman bei ihm über diesen Brief aufregen? Die Madame scheint in Bezug auf seine Verbindung zu den Briefen eine ganz andere Auffassung zu haben. Sie glaubt, dass er der Verfasser war. Hat sie Ihnen das erzählt? Sie hat schon immer gern schnelle und oft unüberlegte Entscheidungen getroffen. Aber das kann sie doch wohl nicht wirklich glauben. So, wusste der Major davon, dass sie den ersten Erpresserbrief bezahlt haben? Also hast du ihm das verraten? Ich glaube nicht, dass ich es ihm persönlich erzählt habe. Schließlich wollte ich nicht, dass Maman etwas von der Bezahlung erfährt. Hätte er es gewusst, dann wäre Maman ohne Frage ebenfalls im Bilde gewesen. Das heißt also, sie hat ihm sowieso alles erzählt. Also die Mutter. Die Madame glaubt, dass er hinter all den Briefen gesteckt hat und es sein Plan gewesen ist, erst ihre ursprüngliche Bezahlung anzunehmen und dann das erhaltene Geld einzusetzen, um den zweiten Brief zu bezahlen. Auf diese Weise hätte er dann sowohl in ihren Augen als auch in den Augen ihrer Mutter als Held dagestanden. Ja, das wäre eher ein perfider Plan, so, ne? Ich hätte nie gedacht, dass Maman solche Fantasie besitzt. Wie kommt sie bloß auf eine so weit hergeholte Geschichte? Das ist eine Frage, zu der ich mir von Ihnen eine Antwort erhofft hatte. Sie haben ihn kennengelernt. Glauben Sie wirklich, dass er zu einem solch teuflischen Plan fähig gewesen wäre? Es ist ein Plan, den sich nur die betrügerischsten und hinterhältigsten Menschen ausdenken könnten. Trifft das auf den Major zu? Ich bin mir da nicht so sicher. Je mehr ich über die Geschichte der Madame nachdenke, desto lächerlicher und zweifelhafter erscheint sie mir. Aber das bedeutet nicht, dass man ihre Theorie bereits ausschließen kann. Es ist schon lustig, ne? Einerseits vertraut sie dem Major und würde ihm dann auch alles erzählen, auch von so einem Brief. Beziehungsweise umgekehrt dann auch. Und gleichzeitig denkt sie, dass der Major da vielleicht der Verfasser gewesen sein kann. Also sehr merkwürdige Beziehungen untereinander. Ich werde Sie nicht länger an Ihrer Arbeit hindern. Merci, Mademoiselle. So, jetzt haben wir bestimmt hier was zum Untersuchen. Da haben wir eine Verbindung, die da ist. So, mal gucken. Was hätten wir denn da? Also, Gideon hat die Bezahlung durchgeführt. Das haben wir auf jeden Fall irgendwie mittlerweile noch. Das müssten wir verbinden mit, ja, was denn eigentlich? Vielleicht, dass die Cassandra nicht glücklich mit dem Major ist, ne? Moment, mal gucken. Niemand war in der Lage, dem Haushaltslösegeld zu zahlen, hat der es gezahlt. Scheint eine spürbare Wendung genommen zu haben. Ich frage mich, was der Auslöser ist. Was für eine Enthüllung! So, was sagt uns das Spiel? Ich frage mich, ob die Erpressung einen größeren Einfluss auf ihre Beziehung hatte als zuerst angenommen. Und zwar müssen wir gleich nochmal mit Angeline reden. Die Beziehung ist durch die Erpressung zugrunde gegangen. Fragezeichen. Tja, könnte natürlich sein. Kann ich Ihnen auf irgendeine Weise helfen, Detective? So, wurde die Spannung in der Beziehung zwischen Madame und dem Major durch das Eintreffen der Erpresserbriefe ausgelöst? Oder, gute Frage, war die Spannung schon vorher da? Ich fürchte, dass diese Spannung bereits vor dem ersten Brief begonnen hat. Maman tut sich schwer damit, ihre Gefühle preiszugeben, wie Sie sicherlich nur zu gut wissen.
Doch trotzdem war es für mich offensichtlich, dass sie in den vergangenen paar Monaten nicht sonderlich glücklich mit ihrer Vereinbarung war. Was genau hat sie zu diesem Eindruck geführt? Es war keine Sache, auf die ich meinen Finger legen könnte. Vielmehr war es die Art und Weise, mit der sie mit ihm sprach. So wie ihre ganz andere Art, über ihn zu sprechen, wenn er außer Haus war. Ich werde Sie nicht länger an Ihrer Arbeit hindern. Merci, Mademoiselle. Ich glaube, dass ich alles gesammelt habe, was ich benötige. Monsieur Sterling wird mir dabei helfen können, Zugang zum Studierzimmer des Majors zu erhalten. Also der Butler, ne? Der Archibald. Dann suchen wir den nochmal. Da steht er ja schon. Was auch immer Sie brauchen, Detective. Ich würde mir gerne noch einmal das Studierzimmer des Majors ansehen. Natürlich, Detective. Ja, ja. So, wir sollten ja eigentlich neue Dinge hier irgendwie finden können. Also, dieser Raum ist immer noch ein Tatort und hätte eigentlich unberührt bleiben sollen. Es sieht jedoch sehr danach aus, als wäre er durchstöbert worden. Das ist nicht gut. Ich hatte Monsieur Sterling darum gebeten, die Leiche einzuwickeln und abzutransportieren, was dankenswerterweise auch erledigt worden ist. Was hat sich hier jedoch sonst noch ereignet? Dann schauen wir mal. So, sehen wir hier schon was? Umschläge. Foto. Gucken wir mal, ob wir hier so im Uhrzeigersinn noch was finden. Da ist nichts. Zumindest nichts Offensichtliches. Was haben wir hier noch? Einen versiegelten Brief haben wir. Was sonst noch? Dann haben wir einen Brief, dann haben wir die Umschläge, Foto, das müssen die vier Sachen dann sein. Na gut, klappern wir sie mal ab. Ha. Irgendjemand hat ganz offensichtlich nach etwas sehr Bestimmtem unter den Dokumenten des Majors Majors gestöbert. Diese Berichte wurden sehr genau durchstöbert. Achso, gesucht, durchstöbert. Naja. Der Major hat erst vor kurzem ein großes Darlehen aufgenommen und die Verzinsung ist astronomisch hoch. Hat der, um was zu bezahlen, vielleicht sogar die Erpressung bezahlen zu können, ein Darlehen aufgenommen? Und wer leiht dem Major was? Wo? Warum? Adressiert an den Major ohne Absenderadresse. Gut, macht uns nicht schlauer. Was ist auf dem Foto? Ich muss zugeben, dass ich im direkten Vergleich eine erstaunliche Ähnlichkeit zwischen Mère et Fille, okay, Mutter und Tochter, ne? Oder Kind, glaube ich, ne? Fille war Kind, ausmachen lässt. Vielleicht werden mir Komplimente wie dieses dabei helfen, die Gunst von Madame Van den Bosch zu gewinnen. Ist also die Tochter drauf, ne? Und sie, aber hier ist es abgerissen. Und da ist noch ein Mann. Welcher ist das? Wie seltsam, der Vicomte war ebenfalls auf diesem Bild, doch jemand hat ihn entfernt. Ich hätte nicht gedacht, dass es Feindseligkeiten zwischen dem Major und dem verstorbenen Vicomte gegeben hat. Vielleicht war ja gar nicht der Vicomte drauf, wer weiß das schon. So, versiegelter Brief. Wie überaus seltsam. Gestern konnte ich mir keinen Zugang verschaffen, doch heute ist er weit offen. Die Kratzspuren am Schloss sind für jedermann offensichtlich. Jemand in diesem Haus wollte wohl unbedingt herausfinden, was sich im Innern des Tresors befindet. Ein halb versiegelter Brief von Major, der an Madame Van den Bosch adressiert ist. Normalerweise würde ich meine Nase niemals in private Korrespondenz stecken, doch angesichts der aktuellen Umstände, dann gucken wir doch mal rein. Also, meine liebste Cassandra. Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, seit ich dich das letzte Mal sehen durfte und ich habe unser Wiedersehen seitdem ungeduldig herbeigesehnt.
Das Foto, das wir einst zusammen am See aufgenommen haben, ne, halte ich selbst heute noch stets nah an meinem Herzen. Ich kann es kaum erwarten, mit eigenen Augen sehen zu dürfen, wie sehr die junge Angeline seit unserem letzten Treffen gewachsen ist. Ihre Schönheit wird ohne Frage bald an die ihrer Mutter heranreichen. Ich hoffe, dass meine Geschenke aus dem Orient euch wohlbehalten erreicht haben. Sie sind wirklich wunderschön anzusehen. Die Arbeit, die mich so lange beschäftigt hat, geht nun langsam ihrem Ende entgegen und ich werde noch vor Ende des Monats zum Kontinent zurückkehren können. Auf deinen Wunsch hin habe ich mir eine Unterkunft in der Stadt organisiert. Es schmerzt mich sehr, dass ich dir so nah sein werde und doch nicht jeden wachen Moment mit dir verbringen kann. Wenn es jedoch deine Sorgen beschwichtigt, werde ich deine Gründe nicht hinterfragen. Ich werde einen Besuch in deinem Haus selbst in die Wege leiten und sicherlich wird die Rückkehr eines alten Freundes kaum Verdacht erregen. So wie ich es verstanden habe, ist der Vicomte im Augenblick nicht im Land. Ich hoffe sehr, dass dich die Einsamkeit deswegen nicht übermannt hat und du kannst dir sicher sein, dass wir bald wieder vereint sein werden. Bis dahin und bis zu meinem Ende wird mein Herz stets dir gehören. Major Felix Hagen oder Felix Hagen oder so. Na gut. Es scheint viele Details in der Beziehung zwischen Madame Vandenbosch und dem Major zu geben, die sie mir vorenthalten hat. Dieser Brief macht es offensichtlich, dass ihre Zuneigung füreinander schon seit geraumer Zeit über eine gewöhnliche Freundschaft hinausging. Die Erwähnung der jungen Angeline lässt darauf schließen, dass sie sogar mehr als 20 Jahre zurückgehen könnte. Tja, weil so alt ist das Mädel ja und er den Vergleich zieht in dem Brief, ne? Dann glaube ich, legen wir mal mit der Kombination los. Ja, was haben wir denn? Wie ich angedeutet habe, wie viele Dinger haben wir denn hier? 2 Stück, 0, 0. Und dann gucken wir mal. Also, ich hatte ja gesagt, er hat sich eine große Summe geliehen. Ja. Und wir hatten ja diese Lösegeldsumme. Vielleicht hängt das zusammen, wäre die Frage. Vielleicht ist es der Grund, warum er sich das geliehen hat. Vor allen Dingen zu horrenden Zinsen, wie wir gehört haben. Die Puzzleteile scheinen endlich ein großes Ganzes zu formen. So, der Major hat die Forderung aus dem Brief bezahlt, der an ihn adressiert gewesen ist. Er muss sich große Sorgen darum gemacht haben, dass irgendetwas an die Öffentlichkeit dringt. Doch was kann das gewesen sein? Welches Geheimnis hat er? So, wir haben auch noch erfahren, dass die Angeline eigentlich an dem Major hängt, ne? Das hatten wir auch noch mitbekommen. Und Mama und Tochter hängen ja auch irgendwie zusammen. Hier zum Beispiel, ne? Zerrissenes Foto, die beiden auf dem Foto. Wer ist der Mann da drauf? Die Vorgänge werden langsam etwas klarer. So, die versteckten Fotos sowie Angelines Zuneigung zu ihm beweisen eindeutig, dass er tiefe Gefühle für sie beide gehegt hat, also für Mutter und Tochter. Warum? So, der hatte Gefühle für... Wo ist der Cursor? Ist wieder futsch. Cursor, da bist du ja. So, der hatte Gefühle für Cassandra und für Angeline. Aber Cassandra und der Major hatten auch Beziehungsprobleme. Warum? Großartig. Ich bin... Oh, immer dieses Bim, Bim, Bim. Sorry, Leute, wenn das nervt. Kann ich nichts für. Macht das doofe Spiel. Haben sie beschissen gelöst. Ich bin der Meinung, dass der Major alles tun würde, um das komfortable Leben, an das er sich gewöhnt hatte, auch in Zukunft für sich sicherzustellen. Würde er allerdings so tief sinken und einen Erpressungsbrief vortäuschen... So wie das angedacht war, ne? Mal gucken. Auch jetzt, da ist der Cursor wieder. So, also einmal Erpressung vortäuschen, aber er hat Lösegeld gezahlt. Wie passt das zusammen? Ist ja Unfug irgendwie, ne? Also wird er wahrscheinlich nicht der Erpresser sein. Ein weiterer Erfolg. Ich habe nie an mir gezweifelt. Die Beweise zeigen ganz deutlich, dass der Major nicht der Verfasser der Erpresserbriefe war. Der Major war genauso ein Opfer, wie es auch Mademoiselle Angeline war. Wer auch immer die Feder hinter diesen Briefen führt, weiß wirklich unglaublich viel über eine Vielzahl von Menschen. Ich frage mich, wer sonst noch ähnliche Briefe erhalten hat. Und ich frage mich, wie kann man so viel über so viele Menschen wissen? Muss ja irgendwie funktionieren. Musik.
aufzudecken haben wir hier nicht. Wir gehen dann aus dem Zimmer raus, ne? Die unklare Verbindung zwischen dem Major und dem Lösegeld ist nun geklärt. Der Major wurde erpresst und die Briefe wurden nicht durch seine Hand verfasst. Der Grund für die Erpressung des Majors ist allerdings immer noch ein Mysterium. Genau, was hat er denn zu verstecken? 2 Erpressungsfälle unter einem Dach. Diese Tatsache wirft Fragen über die Verbindung der beiden Fälle auf. Das Geheimnis des Majors lässt sich anhand des Briefes nur schwer erahnen. Ich finde, dass es sich eigentlich gar nicht erahnen lässt, nicht wirklich. Nun muss ich nicht nur einen Erpresser, sondern auch einen Mörder und seine Waffe aufspüren. Solange ich dem korrekten Verfahren folge, werde ich sie alle jedoch schon sehr bald aufspüren können. Ja, ich sollte mich zurückziehen. Dieser Raum hat mir bereits genug neue Einblicke in die Leben der Madame und des Majors ermöglicht. So, jetzt geht's automatisch weiter. Ich wurde darum gebeten, Ihnen mitzuteilen, dass Lady Vandenbosch in ihr Zimmer zurückgekehrt ist und nicht mehr gestört werden will, Detective Poirot. Merci. Die Madame ist wahrlich eine Meisterin der feinen Andeutungen. Das waren nicht die exakten Worte der Madame. Aber ich bin sicher, dass Sie sich das bereits gedacht haben. Wenn Sie mich nun entschuldigen würden, ich habe noch einige Aufgaben zu erledigen, die in der Vorratskammer auf mich warten. Vielleicht sollte ich diese Gelegenheit nutzen, um mich ungestört im Obergeschoss umzusehen. Es gibt da einen Raum, für den ich mich ganz besonders interessiere. Ich sollte den Lagerraum untersuchen, solange ich die seltene Gelegenheit dazu habe. So, wo war denn der Lagerraum? Was ist das denn? Ist das hier so ein Eckraum hinten irgendwie? Hier so rein? Lagerraum, ja. Da ist er. Was wird denn hier so gelagert? Mal gucken. Hier haben wir Kinderspielzeug. Was ist denn noch hier alles? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man muss da eigentlich noch irgendwie was anderes vorher machen. Ich gehe noch mal raus. Moment. So, ich durchsuche nämlich erstmal noch hier so ein bisschen das Obergeschoss. Die Sterne zu beobachten ist wirklich ein ungemein unkompliziertes Vergnügen. Ich glaube nämlich, man musste sich hier die Sachen angucken, damit man irgendwie noch mal mit dieser Cassandra redet, sonst kann man, glaube ich, in dem Lagerraum nicht weiter. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich könnte jeden wachen Augenblick damit verbringen, mehr über die Abenteuer der Charaktere in diesen Büchern zu erfahren. Ja, ja. Die Gemälde kann man sich angucken. Das Gemälde eines majestätischen Berges, dessen Spitze die Wolken durchstößt. Ha, die vielen Details in diesem Bild sind wirklich beeindruckend. So geht das dann weiter. Ich meine, 3 oder 4 Bilder sind es. Wunderschöne Waldszenerie. Der Künstler hat die Atmosphäre des Waldes wirklich perfekt eingefangen. Ne? Was haben wir denn hier? Angeline zum Gideon Schlafzimmer. Da gehen wir nicht hin. Was haben wir hier noch? Oh. Naja, ein Gemälde eines Bootes, das über den weiten Ozean hinweg segelt. Der Künstler ist offensichtlich sehr talentiert. Und hier ist dann noch eins. Aha. In der vielseitigen Kunstsammlung von Madame Vandenbosch befinden sich einige spektakuläre Stücke. Naja, wir haben ja schon gehört, dass sie alles irgendwie verscheuert hat, ne? So. Wir gehen da jetzt mal rein und gucken uns mal um. Madame Vandenboschs Kunstsammlung beschränkt sich augenscheinlich nicht nur auf Gemälde. Dann haben wir den Kamin, da kommt wieder sein Spruch. Schade, dass der sich übrigens nicht spiegelt, ne? Irgendwie. Eigentlich müsste man ihn sehen. Und. Nein, noch, ich glaube. Ja, doch, die Schublade, können wir mal. Naja, es gibt nichts von Interesse. Fenster kann man wie immer angucken, also da geht es dann immer nur um.
um im Grunde genommen diese Erfolge. Und dann haben wir hier noch einen Parfümbehälter. Diese Parfümflaschen sehen äußerst teuer aus. Ich sollte sie mit größter Vorsicht behandeln. Tja, reden wir nochmal mit ihr, wenn wir schon mal da sind, ne? Was glauben Sie bitte, was Sie hier tun, Detective Poirot? Rumschnüffeln. Es gibt etwas, das ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Ich hoffe doch sehr, dass diese Angelegenheit wichtig genug ist, um das Eindringen in mein Schlafzimmer zu entschuldigen. Das ist sie in der Tat. Ich verspreche es Ihnen. Gut. Das alles zieht sich schon viel zu lange hin. Wir sind hier eingeschneit, während ein Mörder in meinen Hallen Amok läuft. Ich kann Ihre Frustration durchaus verstehen, doch es ist nicht ganz so einfach. Einst waren Sie ein sehr inkompetenter Officer. Und jetzt scheinen Sie es zu einem inkompetenten Detective gebracht zu haben. Du bist eine so böse Ziege. Wenn man mich nicht auf Schritt und Tritt belogen und getäuscht hätte, dann würde sich der Mörder nun vielleicht bereits in Gewahrsam befinden. Ich hoffe doch sehr, dass Sie nicht andeuten, ich hätte etwas mit dem Mord an Felix zu tun gehabt. Ich will andeuten, dass wir uns in einer sehr anderen Situation befinden würden, wenn mir jeder die Unterstützung gewährt hätte, die mir zu Beginn versprochen worden war. Wenn Sie mich etwas fragen wollen, dann schlage ich vor, dass Sie es endlich hinter sich bringen. Ja, mir war nicht bewusst, dass der Major Ihrer Tochter so nahe gestanden hat. Sag was dazu. Unsere Freundschaft reichte noch zur Zeit vor Angelines Geburt zurück. Er war während ihrer jungen Jahre oft zu Besuch im Haus. Mhm. Und wo haben Sie beide sich getroffen? Ich war Gast bei einer Veranstaltung. Felix nahm als aktiver Offizier teil. Wir kamen ins Gespräch. Also hatte der Vicomte nichts mit dem Treffen zu tun? Ich brauchte meinen Ehemann nicht, um für mich ein Gespräch zu beginnen. Sie haben es also in die Wege geleitet? Herrje, Detective. Ihre wilde Fantasie hat Sie anscheinend auf sehr seltsame Pfade geführt. Na komm, sag schon, hast du den angebaggert oder er dich? Mal modern gesprochen. Die Madame versucht mich von einem Thema abzubringen, bei dessen Besprechung sie sich ganz offensichtlich nicht sonderlich wohl zu fühlen scheint. So, meine Frage, der verstorbene Vicomte und der Major waren dann aber doch sicherlich Freunde. Vor Angelines Geburt verbrachte Edwin viel Zeit auf Geschäftsreisen. Felix war eine willkommene Ablenkung von der Einsamkeit, die man manchmal im Haus verspüren konnte. Sie waren alleine im Haus? Ausgenommen von unserem Personal natürlich. Doch eine gehobene und kultivierte Unterhaltung mit ihnen zu führen, war stets ein Ding der Unmöglichkeit. Und nach Angelines Geburt? Edwin blieb nach der Geburt stets zu Hause und ging seinen Pflichten als Vater nach. Und der Major? Er musste sich um sein eigenes Leben und seine eigenen Geschäfte kümmern. Doch wir blieben lange Zeit als Brieffreunde in Kontakt. Etwa zu der Zeit, als Edwin diese Welt verließ, hatte Felix den Entschluss gefasst, in diese Region zu ziehen. Die Madame hält sich recht knapp mit den Informationen, die sie mir bereitstellt. Doch der Tod des Vicomtes scheint mit der Rückkehr des Majors zusammenzufallen. Für einen bloßen Zufall scheint diese Tatsache doch etwas zu weit hergeholt zu sein. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen zu einem Brief stellen, den ich im Studierzimmer des Majors gefunden habe. Ohne Frage hat er dort hunderte von Briefen aufbewahrt, von denen die meisten schon lange hätten im Müll landen sollen. Sie werden schon etwas genauer sein müssen. Ich rede von dem Brief, den er an Sie persönlich adressiert hat. Einen Brief von sehr romantischer Natur. Romantischer Natur? Ich bitte Sie, Detective. Felix hatte keinen Hauch von Romantik in sich. In seinem Brief machte er seine Absichten außerordentlich deutlich. Ich muss zugeben, dass auch ich überrascht davon war. Sie haben wirklich eine sehr wilde Fantasie, Detective. Wenn Sie den Brief auf so eine Weise interpretieren wollen, dann kann ich Sie nicht davon abhalten. Doch ich kann Ihnen versichern, dass der Major niemals auf so eine Weise über mich gedacht hat und erst recht keinen Brief mit solchen Gedanken geschrieben hat. Ich denke, das ist für den Moment alles. Merci, Madame. So. Und jetzt hüpfen wir mal rüber in den Lagerraum. Da sind wir wieder beim Kinderspielzeug. Ich nehme mal an, das gehört der Angeline von früher.
Eine Sammlung von Kinderspielzeugen. Es ist eine Schande, dass sie hier weggesperrt wurden und so niemandem mehr Freude bereiten können. Richtig, mit Spielzeug soll man spielen. Da sie in einem Lagerraum aufbewahrt worden sind, befinden sie sich alle noch in fast perfektem Zustand. Meine erste Vermutung ist, dass sie Mademoiselle Angeline gehören. Und weiter geht's. Hier war nichts, da war eine Standuhr, ne? Die konnten wir uns, glaube ich, angucken. Die Zeit und das Können, die für den Bau eines solch wunderschönen Stücks nötig sind, wirklich eine Kunst für sich. Haben wir nicht noch irgendwo was gehabt? Muss es doch noch was geben hier. Ah, da haben wir ein Buch. Okay. Ah. Ein einsames Bilderbuch. Dem Zustand des Rückens und der Seiten nachzuurteilen, wurde es wohl zu seiner Zeit viele Male gelesen. Vielleicht auch vorgelesen, wer weiß. Ich mag vielleicht nicht die Zielgruppe dafür sein, doch soweit ich weiß, ist es sehr beliebt bei seinem jüngeren Publikum. Da scheint eine Widmung zu sein. Also hier für oder drin zu sein. Für die wahre Dame des Hauses. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Mit ansehen zu dürfen, wie du zu einer wohlerzogenen jungen Dame heranwächst, hat mir mehr bedeutet, als Worte je beschreiben könnten. In Liebe, dein Felix. So, jetzt fragen wir uns mal, wieso der Angeline in ein Buch schreibt. Ich hätte nicht erwartet, dass ausgerechnet Monsieur Hagen eine solch herzliche Nachricht verfassen würde und obendrein noch für die Mademoiselle Angeline. Ist das wirklich eine normale Widmung für einen Freund der Familie? Wir haben ja auch gehört, romantische Äußerungen tätigt er nicht, behauptet zumindest Madame Vandenbosch. Neue Gedankenkarte freigeschaltet. Niemand will mir eine klare Antwort zum Major geben. Ich weiß, dass er schon viele Jahre mit Madame Vandenbosch befreundet war, doch ich muss klarstellen, ob ihre Beziehung dort ihr Ende fand oder nicht. So, jetzt wird's wahrscheinlich kniffliger. Müssen wir mal gucken, was wir hier finden. Was haben wir denn hier alles? Also. Cassandra hat vorhin behauptet, dass der Major sie nicht geliebt hat. Wir wissen aber, dass es dort dieses Foto mit den beiden gibt. Warum würde der Major dieses Foto verstecken? Denn er hatte es ja bei sich. Macht man ja nicht, wenn man die nicht liebt, ne? Oder? Meine eigene Kombinationsgabe sollte mich nicht so sehr überraschen. So, es ist offensichtlich, dass der Major Zuneigung für Cassandra empfunden hat. Dies sollte niemanden überraschen. Also, da ist die Aussage von Madame Vandenbosch irgendwie komisch. So, wir hatten vorhin noch. Wo ist denn der Major? Und bei den anderen Sachen. Ach hier, da ist noch ein Ausrufezeichen. Wir hatten auch diesen hohen Zinssatz. Den nehme ich ja nicht so einfach auf mich. Und der ist schon lange in der Familie gewesen. Wollen wir mal gucken. Vielleicht wollte er irgendwas gut machen. Weiß ich nicht. Einige mögen es Glück nennen, doch ich nenne es einen Geistesblitz. Ja, wenn man so lange in der Familie ist, es muss ja einen Grund geben, warum ich so einen hohen Zinssatz auf mich nehme. Es scheint, als hätte der Major schon viele Jahre lang ein komfortables Leben im Haus Vandenbosch führen können. So, der war darauf angewiesen und gleichzeitig musste er dann natürlich irgendwelche Gefahren von diesem Hause abwenden. Und unser Auftrag ist hier wieder mit Angeline zu sprechen. Dann gehen wir mal nach unten, wo sie steht, und quatschen mit ihr. Haben Sie schon Fortschritte in Bezug auf Felix' Verbindung zu den Briefen gemacht, Detective? Das habe ich, Mademoiselle. Ich kann Ihnen nun mit Gewissheit sagen, dass er nicht der Verfasser der Erpresserbriefe war. Der wahre Übeltäter ist also immer noch auf freiem Fuß? Ja, das kann man so sagen. Oui, aber ich verspreche Ihnen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis ich ihn gefasst habe. Die einzigen Briefe, die er dann noch schreiben wird, werden wohl aus dem Gefängnis abgeschickt werden. Ihre Selbstsicherheit ist sehr beruhigend. Vielen Dank, Detective. Ihre Bemerkung über die Gäste des Hauses hat mich die Nacht über beschäftigt. Angeline. Das tut mir leid, Detective. Es war nicht meine Absicht, Sie damit wachzuhalten. Ist aber trotzdem passiert. Keine Entschuldigung nötig.
Ihre Bemerkung ließ mich meine ganze Gedankenkette hinterfragen. Wäre es nicht möglich, dass Sie zusammengearbeitet haben, um den Mord des Majors zu planen, zu organisieren und durchzuführen, damit die Auflösung des Falls beinahe unmöglich werden würde? Meine Güte, Detective. Das ist eine gewagte Theorie. Jeder Gast scheint ein Motiv zu haben. So viel war sicher, nachdem Sie den Streit zwischen dem Major und Mademoiselle Conrad erwähnt hatten. Wenn Sie sich gegenseitig wasserdichte Alibis verschaffen würden, dann würde das ohne Frage selbst den größten Detective auf die falsche Fährte führen. Aber nicht Sie? Korrekt, Mademoiselle. Es braucht schon mehr, um Detective Poirot in seine Schranken zu weisen. Während meiner Untersuchung des Lagerraums fand ich ein Buch, von dem ich annehme, dass es ein Geschenk des Majors an Sie gewesen ist. Dieses Buch habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja, es war ein Geschenk zu meinem 10. Geburtstag. Ich habe es unzählige Male von vorne bis hinten gelesen. Er hat auch eine so wunderbare Widmung hineingeschrieben. Es scheint eine Seite des Majors zu geben, die ich leider nie zu Gesicht bekommen habe. War es üblich, dass er Ihnen Geschenke dieser Art machte? Nicht üblich, aber wenn er lange Zeit fort gewesen war, brachte er mir normalerweise ein kleines Andenken von seinen Reisen mit. Es ist jedoch schon einige Zeit her, seit er so etwas das letzte Mal getan hatte. Die Spielzeuge, die ich bei dem Buch gefunden habe, waren also auch Geschenke des Majors? Ganz recht. Ich fürchte, dass sie im Lagerraum wohl Staub angesetzt haben, weil sie schon so lange nicht mehr benutzt worden sind. Es war schon immer mein Wunsch, sie eines Tages meinem eigenen Kind schenken zu können. Es klingt ganz so, als hätte er sich immer sehr um sie gesorgt. Seine Anwesenheit im Haus spendete uns beiden Trost, nachdem Vater verstorben war. Auch wenn er unter Umständen etwas überfürsorglich werden konnte. Letzte Nacht haben Sie davon gesprochen, dass der Major Ihre Maman unterstützt hat. Ganz richtig. Soweit ich mich zurückerinnern kann, war Felix schon immer bei uns. Wie mir scheint, verfügt sie über eine Reihe von Unterstützungsnetzwerken. Der Major, ihre Freundschaft mit der Comtesse, ganz zu schweigen von Monsieur da Silva. Maman hat viele Freunde. Ich weiß, wie sie auf die meisten Leute wirken kann. Aber wenn man ihre harte Schale einmal durchbrochen hat, dann... Muss man sich gleich einer weiteren Schale stellen? Oh, sehr gut, Detective. Verzeihung, Mademoiselle. Ich scherze lediglich. Das ist schon in Ordnung, Detective. Sie sind nicht der Erste, der sich ihrer rasiermesserscharfen Zunge stellen musste. Ihre Anwesenheit hier beruhigt sie. Besonders unter diesen Umständen, auch wenn sie es vielleicht nicht offen zugeben will. Ich habe die Version der Madame, die Mademoiselle Angeline zu beschreiben scheint, bisher leider noch nicht kennenlernen dürfen. Hoffnung auf eine aufblühende Freundschaft zwischen uns sollte ich mir jedoch lieber keine machen. Bei meinem Gespräch mit der Comtesse gestern ließ sie durchblicken, dass sie keine allzu gute Meinung vom Major hatte. Sie lagen sich oft in den Haaren, wenn es um Maman ging. Beide haben stets ihr Bestes gegeben, um Maman zu beschützen. Doch miteinander ausgekommen sind sie leider nie. Ja, die Comtesse scheint auch irgendwie biestig zu sein. Sie hat sein Verlangen danach erwähnt, der, in ihren Worten, gesellschaftlichen Elite beizutreten. Das war sicherlich nicht das erste Mal, dass sie solche Bedenken zum Ausdruck gebracht hat. Sie glaubt, dass der Major den Namen unserer Familie lediglich als Trittstein verwendet hat, um es an die Spitze der Gesellschaft zu schaffen. Und Sie stimmen ihr da nicht zu? Ich kann nicht abstreiten, dass er Interesse an Mamans gesellschaftlichen Kreisen gezeigt hat. Aber sie waren schon miteinander befreundet, bevor ich überhaupt geboren war. Sie können doch wohl nicht wirklich glauben, dass er all diese langen Jahre der Freundschaft lediglich genutzt hat, um seine Stellung in der Gesellschaft zu verbessern. Tja, gute Frage. Mademoiselle Angeline scheint die Meinung der Comtesse über den Major offensichtlich nicht zu teilen. Vielleicht war es Eifersucht, die ihre skandalöse Theorie angetrieben hat. Eifersucht. Ja. Der Comtesse, wer weiß. Wenn Sie mir die dreiste Frage erlauben, würde ich gerne wissen, ob der Major etwas zum Haus beigetragen hat. Was meinen Sie damit, Detective? Ja, ob er Geld mit in den monatlichen Haushalt gebracht hat. Mann, stelle ich doch nicht dusselig. Ich kann mir gut vorstellen, dass es äußerst kostspielig sein muss, ein Haus dieser Größe in einem tadellosen Zustand zu halten. Maman kümmert sich um die finanziellen Angelegenheiten des Hauses, doch ich glaube, dass sie ihn schon einige Male um einen Beitrag gebeten hat. Es steht mir nicht zu, mich dabei einzumischen. Ich werde Sie nicht länger an Ihrer Arbeit hindern. Merci, Mademoiselle.
Ich habe alles, was ich brauche, um Madame Vandenbosch auf ihr Geheimnis anzusprechen. Okay, also das wissen wir. Dann glaube ich, können wir noch eine Runde kombinieren. Wir haben nämlich wieder neue Sachen erfahren, oder? Da gibt's 1 und da gibt's 0. Also müssen wir mal gucken, was wir hier denn irgendwo haben. Was haben wir denn gerade erfahren? Also, was gibt's denn hier so? Also hier der Major kehrte nach dem Tod des Vicomtes zurück. Das haben wir erfahren, ne? Wir wissen aber auch, dass es vorherige Geburtstagsgeschenke gegeben Einige hat. Einige mögen es Glück nennen, doch ich nenne es einen Geistesblitz. Oder dieses vorherige Geburtstagsgeschenk. Nach dem Tod des Vicomtes hat der Major dessen Platz eingenommen und die Rolle der Vaterfigur für sie übernommen, also für Angeline. Darum auch das gute Verhältnis zwischen denen. Ich hatte sicherlich nicht so viel Glück als Kind, aber ich hatte auch keinen Vicomte als Vater. So, was wollen wir denn sehen? Das sollte das eigentlich gewesen sein, ne? Ja. Jetzt sind wir schon wieder gut über 30 Minuten. Jetzt müsste ich als nächstes mit der Cassandra reden. Das machen wir in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, dann dürfte sich langsam meines Wissens nach auch dieses Kapitel 5 dem Ende neigen. Und das kriegen wir definitiv in der nächsten Folge dann fertig. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vielen Dank fürs Zugucken. Und schön, dass er dabei bleibt. Ich habe übrigens auch gesehen, die Firma, die diesen Poirot-Fall gemacht hat, bringt demnächst einen neuen heraus. Der spielt dann wohl in London. Und wenn das hier Spaß gemacht hat und vielleicht auch irgendwo in den Kommentaren, dass man sagt, hey, ist ganz cool, dann würde ich mir auch überlegen, oder so dieses nächste Ding hier mal durchzuspielen. Also, dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin alles Gute und wie immer am Ende. Tschüss.